Nächster Redner ist der Kollege Otto Fricke für die FDP-Fraktion. Geschätzte Frau Vizepräsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, keiner spart mit heißem Herzen. Keiner macht das gerne. Aber wer vernünftig ist, der spart zur rechten Zeit. Und der sorgt dafür, dass er mit dem, was in guten Zeiten notwendig ist, vorsorgt für das, was in schlechten Zeiten passiert. Das ist das, was diese Koalition in einem ersten Schritt mit diesem Haushaltsbegleitgesetz macht. Und mit dem Haushalt selber wird der zweite Schritt folgen. Und Sie werden sehen, dass all Ihre angeblichen Vorwürfe und all Ihr Reden und all Ihr Sagen von Luftbuchen sich nicht bewahrheitet, sondern dass dieser Haushalt das einhält, wozu uns alle übrigens im Bund, in den Ländern und in den Kommunen die Schuldenbremse verpflichtet, zum Sparen, zum vernünftigen Sparen. Und dieses Sparen ist nicht etwas, was schlimm ist, sondern es ist etwas Ausgeglichenes. Es ist etwas, was auf allen Ebenen spart. Und das ist das, was der linken Seite des Hauses schwerfällt, in der Realität anzunehmen. Und das sage ich auch den Bürgern immer wieder. Wer euch weismachen will von Seiten der Politik, man könne sparen, ohne dass man Dinge tut, die auch wehtun, der soll sich mal fragen, ob es für ihn persönlich möglich ist, zu sparen, ohne dass etwas passiert, was unangenehm ist. Denn keiner und niemand macht es gerne, dass er in einer sozialen Marktwirtschaft Verbesserungen, aber auch Klarstellungen im sozialen Bereich vornimmt. Dennoch ist der Vorwurf, dass es ein unsoziales Haushaltsbegleitgesetz gibt und dass es so sei, dass das hier Lobbyismus sei, schlichtweg die alte Leier, die Sie jetzt seit einem Jahr bringen. Sie verneigen sich immer nur vor Ihren eigenen Worten, anstatt einfach auf die Zahlen zu gucken. Und Frau Kollegin Hagedorn, ich finde schon, dass es bei der Frage, wo geht dieses Land hin und was Spaltung ist, doch eigentlich darauf ankommt, dass der wesentliche Punkt von Spaltung, nämlich Arbeitslosigkeit, abgebaut wird. Und das findet doch statt. Und dann sollte man nicht versuchen, mit Bildern zu sagen, guckt mal, wir wollen hier weiter spalten. Es ist unsere Aufgabe als Politiker in diesem Bundestag, dafür zu sorgen, dass es insgesamt diesem Land besser geht. Und da muss man einfach mal feststellen, dass die Bundesrepublik Deutschland an der Spitze des Wachstums ist. Und wenn Ihre Argumentation so wäre, dass es sozusagen, dass wir ganz schlecht das machen, ja, dann würden Sie ja damit behaupten, wenn es jetzt diese Koalition nicht gäbe, dann wäre Deutschland im Wachstum bei 6%. Das glaubt Ihnen doch keiner. Dieses Wachstum ist ein Verdienst aller Deutschen, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer, aber eben auch ein Verdienst dieser Koalition. Und dazu dient auch die Ankündigung, dass man bereit ist zu sparen. Das gehört einfach mit dazu und das sollten Sie ehrlicherweise auch mal sagen. Es ist sozial, weil die Sozialquote, und das sage ich auch dann wieder jedem Bürger, wie viel Prozent des Bundeshaushaltes gibt dieser Staat in den nächsten Jahren für Soziales aus? Gibt er prozentual für Soziales mehr aus, als es unter Rot-Grün war, oder weniger? Und wenn Schwarz-Gelb prozentual mehr ausgibt, als Rot-Grün das jemals getan hat, dann sollte man den Vorwurf des Unsozialen einfach mal nach hinten stellen, auf die Zahlen gucken und bei den Zahlen bleiben und nicht bei irgendwelchen Bauchgefühlen. Das ist nämlich ganz gefährlich, wenn sich nämlich das Hirn irgendwann im Bauch befindet und man es verdaut hat, bleibt nichts mehr übrig von Ihrer Argumentation. Und dann haben wir noch etwas. Wie begründen Sie eigentlich, dass in dem Sparpaket, Wie begründen Sie das angebliche Unsoziale, dass in dem Sparpaket 2 Milliarden für die GKV zusätzlich gegenüber dem sind, was Sie gemacht haben? In der GKV. Nicht für die private, für die gesetzliche Versicherung ist es 2 Milliarden. Wie begründen Sie eigentlich, dass wir, wie der Kollege Bartel das gesagt hat, wie begründen Sie eigentlich, dass wir angeblich so unsozial sind, dass wir im Bereich Hartz IV für Aufstocker und für 400-Euro-Jobber das Elterngeld weiterhin geben. Übrigens, Frau Kollegin Hagedorn, ja, wow, komisch. Eben haben Sie noch gesagt, für Alleinerziehende. Wen trifft das ganz besonders? Und wem helfen hier besonders? Alleinerziehenden. Und das ist doch der Widerspruch. Einmal sagen Sie, es ist schrecklich, und wenn wir es dann machen, sagen Sie, ach, das ist doch gar nicht so wichtig. Für uns ist jede Hilfe, die wir geben können, wichtig. Aber für uns ist auch jede Million, die wir einsparen, und zwar jede einzelne, und wir fangen nicht erst an, wenn es in dreistelligen Beträgen ist. Jede einzelne Million ist es uns wert, weil sie Teil des Generationenvertrages ist, den wir versuchen einzuhalten und Teil der Verfassung ist, die uns verpflichtet, das zu tun. Meine Damen und Herren, als es dann dazu kam, dass Sie Ihre Alternativen darstellen wollten, sind Sie wie immer
kein einziges Mal konkret geworden. Weil Sie genau wissen, dass Sie das nicht bringen können. Weil Sie wissen, dass Ihre Alternative die Alternative ist, die Sie uns in NRW zeigen, nämlich Verschuldung hoch. Oder weil die andere Alternative wäre, Steuern hoch. Was anderes gelingt Ihnen nicht. Diese Koalition spart in der Zeit, damit wir in der Not haben. Und gleichzeitig sorgt sie dafür, dass die Möglichkeit, dass es diesem Land schlechter geht, immer geringer wird. Machen Sie doch einfach mit und gehen Sie nicht nur nach Ihrem Bauch, sondern gehen Sie nach Zahlen und dem Verstand. Herzlichen Dank.